Guten Tag, ich bin Carsten Igel von der Igel Gartenkultur und als ein paar Tipps für das Wohnzimmer draußen auf der Terrasse oder auf dem Balkon wäre, gibt es ein paar schöne Pflanzen, vielleicht als Abgrenzungspflanze, als Sichtschutz eine Fotinie oder Glanzmispel, die immer grün ist, aber einen wunderschönen roten Blattaustrieb hat, also ein bisschen Farbe reinbringt, anders als ein Kirschlorbeer oder andere häufiger schlicht dunkel, immer einfach immer grüne Pflanzen. Und wichtig ist natürlich bei allen Pflanzen auf dem Balkon, dass sie auf oder im Topf auf der Terrasse auf die Wasserversorgung achten, dass sie nicht austrocknen, aber auch nicht zu sehr vernässen, also lieber regelmäßig und gleichmäßig und nicht zu viel auf einmal und dann eine Woche lang gar nichts. Dann hat man häufig das Problem, wenn man dann wieder gießt, wenn der Topf ganz ausgetrocknet ist, dass das Wasser nicht aufgenommen wird. Spannend ist natürlich auch das Thema Genuss auf dem Balkon oder Terrasse. Und da wäre ein kleiner Tipp, neben vielen anderen Tomaten, die rote Murmel, eine Wildtomate, die ganz reich und viele kleine leckere Früchte treibt und nebenbei auch noch richtig robust ist. Die kann auch mal Regen vertragen, die reagiert nicht gleich darauf mit Grauenfäule. Ist auch eine wunderbare Naschpflanze für Kinder, die damit auch schon an das Thema Obst und Gemüse rangeführt werden. Was man aber insgesamt noch beachten sollte, bei Tomaten nicht, die ist dann ja im Winter nicht mehr da, aber bei solchen immergrünen Pflanzen, dass die im Winter, wenn die in der Sonne stehen, natürlich auch weiter verdunsten und man auch da sehen muss, dass der Topf nicht austrocknet und wenn es mal richtig Frost geben sollte, dass der Topf auch nicht durchfriert, denn dann bekommt die Pflanze aus dem Topf kein Wasser mehr und vertrocknet, obwohl sie in der Erde steht. Hallo, mein Name ist Markus Beimische, ich arbeite seit vielen Jahren in der Pottblume in Osnabrück. Ich bin hauptsächlich zuständig für den saisonalen Bereich. Wir verkaufen halt für die Sommerzeit Sommerblumen, Herbstpflanzen und auch Frühjahrspflanzen. Ja. Gibt es die Geranien halt eben in ihren verschiedenen Variationen, die auch sehr beliebt und auch heute noch sehr beliebt sind. Was auch sehr schön ist, ist halt eben ein Trend der Lavendel, der sehr gerne eingebracht wird mit zu sonnigen Standorten. Der Elfensporn oder Elfenspiegel, der eine interessante Rolle spielt. Wir haben die Nelken im Sommerbereich, die sehr gerne genommen werden. Gewürze ist auch ein Trendthema zu immergrünen Balkonkästen, also jetzt gerade im Saisonbereich. Ja, das würde ich jetzt mal so sagen, sind so die Hauptpflanzen, die man nehmen kann. Für den Halbschatten gäbe es das Husarenknöpfchen zum Beispiel, was meiner Meinung nach bei uns eine sehr starke Trendpflanze ist, wo der Kunde sehr gerne drauf zurückkehrt. Weihrauch, Verbenen, auch alles Pflanzen, die sehr gerne genommen wird. Petunien für den halbschattigen bis leicht sonnigen Bereich. Für den Schattenbereich würde ich Fuchsien vorschlagen, was auch gerne genommen wird, sind kleine Delizien und bestimmte Strukturpflanzen, wie zum Beispiel das Efeu, was gerne genommen wird. Oder der Weihrauch würde dort auch gehen oder das Männertraut. Also es gibt für den Bereich der sonnenliebenden Pflanzen den Polarstern, der sehr gerne genommen wird. Es gibt die Geranie immer noch heute in verschiedensten Variationen, seien es jetzt mit gefüllten Blüten oder ungefüllte. Es gibt den Bereich der, was auch sehr beliebt ist, der Lavendelpflanzen für den sonnigen Bereich, die gerne auch mit eingebracht werden. Oder auch hier jetzt zum Beispiel die Elfenspiegel oder Elfensporne gibt es verschiedene Sorten, auch Neuheiten. Das denke ich mit am interessantesten. Wichtig ist halt eben, bestimmte Pflanzen haben bestimmte Wasseransprüche, wo ich immer darauf achten würde. Gerade im Sommerverlauf, wenn es ein sehr sonniger Balkon ist, muss immer ausreichend Wasserversorgung vorhanden sein. Da sorgt die Industrie mittlerweile natürlich auch für Abhilfe, was zum Beispiel sogenannte Wasserspeicher-Balkonkästen angeht, die dem Kunden ermöglichen, in bestimmten Tagesabständen sagen zu können, ich habe 2 Tage Ruhe, wenn ich den voll mache. Für den Schattenbereich ist es immer so, dass diese Pflanzen dann halt eben doch in der Regel einen bestimmten Wasserbereich brauchen, aber nicht so extrem stark, weil halt eben die Verdunstung nicht so stark ist. Da gibt es mittlerweile natürlich auch eben gerade bei der Industrie im Bereich der Balkonkästen Trends, die dem beihelfen. Was für mich wichtig ist, ist, dass der Kunde nie vergessen darf, dass Pflanzen Futter brauchen, sage ich immer so schön, also auch in regelmäßigen Abständen gedüngt werden müssen. Und wenn das gemacht wird, wird in der Regel normalerweise der Kasten oder der Balkonkasten auch so, wie die Kunden sich das vorstellen. Wichtig ist allerdings auch,
achten, dass die Pflanzen nicht nur Wasser und Dünger brauchen, sondern auch halt eben Pflege. Das heißt also regelmäßiges Durchgucken, Abschneiden von kaputten Blüten, Herausputzen von kaputten Blättern und so weiter. Hallo, mein Name ist Maria Kersten von Blumenkersten und ich habe hier so eine kleine Bepflanzung im Arm in einer Schirmchentechnik. Das Tolle ist, wenn immer eine Ebene so ein bisschen schwebt und schwingt, dann ist das Ganze so ein bisschen luftiger und einfach schön fließend sommerlich. Wenn dann auch noch die Farben sich wiederholen von dem, was Sie im Wohnzimmer haben, dann haben Sie einen perfekten Außenraum, der das Ganze mit nach draußen fließen lässt. Ja. Meine Tipps für euch für das Wohnzimmer im Garten basieren eigentlich auf drei großen Säulen, wenn mir nicht noch was anderes einfällt. Das eine wäre, möglichst viele Sitzplätze zu schaffen, gerne verschiedener Art, verschiedenen Stils, gerne auch Schaukelstuhl. zum einen zieht ihr natürlich im Wohnbereich nach draußen, dadurch, dass ihr euch überall niederlassen könnt. Des Weiteren habt ihr den Garten aus verschiedenen Perspektiven. Das ist total schön, nicht nur die verschiedenen Jahreszeiten des Gartens zu erleben, sondern auch den Garten immer wieder aus anderen Blickwinkeln zu betrachten. Das zweite wäre, holt euch ungewöhnliche Gegenstände in den Garten. Ich habe zum Beispiel ein Bett vom Sperrmüll geholt, ein altes Metallbett, das steht hinten bei mir in der Ecke. Sie haben eine Palette in den Nussbaum gehängt, da können die Kinder drauf so eine Liege-Lesewiese haben im Sommer und schaukeln. Letztes Jahr haben wir einen Brotbackofen gebaut, das bereichert total, weil es hat was von warm und es duftet, wenn wir da drin das backen und vorher schon das anfeuern. Also es ist echt ein Erlebnis und man beschäftigt sich halt viel im Draußen. Mein dritter Tipp wäre, Tiere anzulocken. Also wir haben einen Teich gebuddelt, da wohnt jetzt ein Frosch. Leider kam auch der Reiher dieses Jahr, deswegen ist der Froschbestand etwas dezimiert leider, aber einer ist es auf jeden Fall geblieben. Wir haben eine Kauzröhre aufgehängt, wollen Käuzchen anlocken. Wir haben einen Meisenkasten, da nisten gerade kleine Meisen. Das ist echt wie Haustiere ohne Haustier, also Gartentiere. Aber sie gehören irgendwie zu einem, sie liegen an meinem Herzen und man in den Meisenkasten das Löchlein machen. Sehr, sehr schön. Und unsere Kinder haben auch so zwei Kaninchen im Garten. Das ist natürlich auch toll. Wir haben da so eine riesen Kaninchenlandschaft, wo die buddeln können. Was wir richtig groß für die angelegt haben. Sitzplätze, Tiere, ungewöhnliche Dinge. Und zum Thema Blumen, macht einfach, wozu ihr Lust habt. Man kann nur daraus lernen. Fehler habe ich auch viele gemacht. Holt euch Sachen, die sich von selber aussehen. Das ist total spannend. Ich schmeiß jetzt mal das Stichwort Akelei hier rein, dann machst du einfach im Herbst und dann kommen die im nächsten Jahr sonst voraus. Und da gibt es viele Blumen dieser Art, da kann man sich ganz gut schlau machen. Und dann lebt der Garten eigentlich von selbst und ihr